Sehr geehrte Damen und Herren, Donald Trump gerät nicht zuletzt wegen Corona in die Defensive. Joe Biden, sein demokratischer Herausforderer bei den Präsidentschaftswahlen im November, liegt in den Umfragen deutlich vorne. Was würde ein US-Präsident Biden anders machen? Und was könnte das für die Börsen bedeuten? Eines wird sich nicht ändern. Ein Präsident Biden sieht wie Trump in China eine Bedrohung Amerikas. Er dürfte an den Handelsbeschränkungen gegen China festhalten, auch wenn er sich im Ton maßvoller geben würde. Ein Bruch mit Trump gäbe es dagegen in der Steuerpolitik. Die US-Demokraten sind in den letzten Jahren nach links gerückt, sie wollen höhere Steuern. Ein Präsident Biden würde die amerikanischen Unternehmen höher besteuern. So würde er die Körperschaftssteuer, die Trump auf nur 21% gesenkt hatte, wieder erhöhen. Alles in allem könnten Bidens Pläne die Gewinne der US-Unternehmen um spürbare 10% senken. Auch bei der Regulierung gäbe es wohl einen Bruch mit Trump. Ein Präsident Biden würde die staatliche Krankenversicherung ausbauen, Umweltauflagen wieder verschärfen und den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase senken. Höhere Steuern und mehr Regulierung für die Unternehmen entsprechen dem Willen vieler Amerikaner. Aber all das geht an die Gewinne der Unternehmen, weshalb Börsianer das nicht mögen, auch wenn viele Biden sympathischer finden als Trump. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.